Meine herzlich lieben Brüder und ihr lieben Geschwister. My dearly beloved brothers and sisters. So wie es die lieben Sänger soeben betont haben, haben wir es alle empfunden. Just as the dear singers have sung, we have all experienced it. Diese wunderbare Gottesliebe hat uns diesen wunderschönen Tag bereitet. This wonderful love of God has prepared for us this wonderful day. Und dabei ist uns aufgefallen, and this came upon us, dass wir kein Pfingsterinnerungsfest erlebt haben, that we have not experienced a festival of Pentecost in remembrance. Der treue Gott hat uns durch unseren lieben Stammapostel ein wahres Pfingsterleben geschenkt. The true and faithful God has, through our chief apostle, provided for us a real present-day Pentecost festival. Unter dem Dienen legte sich die Dichterworte auf meine Seele. And herewith the words of the poet were laid upon my soul. Heiliger Geist, rausch mit Macht durch unsere Reihen. Holy Ghost, rush with might into our soul. Liebe Geschwister, als unser Stammapostel von dem festen Untergrund sprach, dearly beloved, when our chief apostle spoke about the very firm foundation, dachte ich unweigerlich auch an einen Turm, der nicht gerade, sondern schief steht. I thought about a tower that actually does not stand straight. Das ist der Turm von Pisa. It's called the Tower of Pisa. Er ist durch seine Schieflage weltbekannt geworden. It is well known because it is not straight. Fast so bekannt wie der Empire hier. Practically as well known as the Empire State Building here. Wie kam es denn zu dieser Schieflage? How did it come that it is crooked? Der Grund war nicht stark und fest genug. The foundation wasn't strong and secure enough. Und wenn wir das auf die geistige Ebene stellen, können wir das auch, and if we should carry that over into the spiritual affairs, überall erkennen. We can all well recognize. Vieles ist in der geistigen Welt auf die Schieflage gekommen. Much in the spiritual world has come upon such a crooked foundation. Und die größte Schieflage hat der Fürst der Finsternis selbst erhalten. And the Prince of Darkness is the one who has established the most crooked of all. Allerdings ist er dadurch auch weltbekannt geworden. And thereby he has become world famous. Denn die Macht der Finsternis geht umher wie ein brüllender Löwe. Because the power of darkness roams around like a roaring lion. Aber wir wenden uns dem zu, der unsere Seele liebt. However, we turn ourselves to the one who loves our soul. Von ihm heißt es, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Of him it says, Jesus Christ, yesterday, today and into all eternity. Durch sein Opfer am Stamme des Kreuzes, through his offering upon the cross, sollten auch wir die Gotteskindschaft erleben. We could experience becoming children of God. Und so haben wir als Gotteskinder, and so we as children of God, durch seinen Geist stets und immer wieder neu Zeugnis erhalten. And we have received over and again through his Spirit testimony. Und Jesus sagt an einer Stelle, Jesus said on one occasion, ihr sollt aber meine Zeugen sein. You should need be those who will testify of me. Bis an das Ende der Erde. To the end of the world. Wie muss nun ein Zeuge beschaffen sein? How shall such a witness be equipped?
Ich glaube, meine Lieben, eine ganz wichtige Grundeinstellung muss ein Zeuge haben. One thing I am sure, my dearly beloved, he must have a very firm foundation. Er muss aus der Wahrheit sein. He must be born of the truth. Als Gottes Kinder sollen wir Wahrheitszeugen sein. As children of God, we should be those who testify of the truth. Und das hängt nun auch mit unserer Gesinnung zusammen. That is also in connection with our attitude. Davon sprach unser lieber Stavropol. Our chief apostle spoke about that. Ich dachte in diesem Zusammenhang auch an das Wort. In this connection I thought about the word. Den Ehrlichen und Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. For the honest and the upright, our Heavenly Father will make all things possible. Hier stehen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zusammen. Here we have honest and upright together. Viele Menschen meinen es auf ihre Art ehrlich. Many people imagine that according to their own ideas, they are honest. Das ist aber nicht die Wahrhaftigkeit aus dem Geiste Christi. What is that? That is not necessarily that which comes out of the Spirit of Christ. Wenn wir Zeugen des Allerhöchsten sein wollen, dann müssen wir ehrlich und aufrichtig sein. If we want to be witnesses of the Almighty, then we must be honest and upright. Das heißt, dass wir in unserer Gesinnung vor dem Allmächtigen, unserem himmlischen Vater, bestehen können. That means that we must, in our own attitude, be able to stand before the Almighty God. Und dazu öffnet uns der Herr immer wieder das Verständnis. And to that end, the Lord opens ever anew for us our understanding. Und das haben wir auch heute Morgen unter dem wunderbaren Dienen erleben dürfen. And that we could experience again under the wonderful service. Wir wollen noch mehr in der Gesinnung Jesu offenbar werden. We want to be manifested ever more in the spirit and the mind of Christ. Besonders hat uns doch gefreut, dass uns unser lieber Stammapostel diese wunderbare Pfingstbotschaft in die Seele gelegt hat. Especially reason for thanks is that our chief apostle has laid into our souls this wonderful Pentecost message. Siehe, ich komme bald. Behold, I come quickly. Was hat unsere Seele dabei empfunden, meine Lieben? What did our souls experience therewith, my beloved? Haben wir nicht alle Freude empfunden? Have we not all received joy? Ja, dann war es gut. That was wonderful. Good. Wir warten doch alle auf die Erfüllung der göttlichen Verheißung. We all await the fulfillment of the godly promise. Wenn uns auch nicht Zeit und Stunde benannt worden sind, even though time and hour have not been made known to us, so fällt doch dieses Wörtlein bald in den Nahbereich unseres Lebens. We can have this word actually a part of our life. Und das heißt nichts anderes, dass wir uns als Gotteskinder auf das Wiederkommen Christi zubereiten lassen müssen. It says nothing more than that we as the children of God should be prepared for the return of Christ. Und dass wir das bewahren und behalten sollen, was wir aus Gnaden empfangen haben. And that we should preserve and keep that which we have received out of grace. Wenn wir dieses Bewusstsein mit aus diesem Pfingstgottesdienst hinausnehmen, if we can carry this knowledge with us out of this festival of Pentecost, dann werden wir uns auch in den kommenden Zeiten, then in the times to come, immer wieder fragen, we will always be able to ask, stimmt meine Gesinnung mit der Gesinnung Jesu überein? Is my attitude exactly the same as that of the Lord Jesus? Und ruft auch meine Seele noch, does my soul still cry, Herr, komme bald, Lord, come soon, und verkürze unsere Wartezeit, and shorten our time of waiting? Das ist das Echo dieser Pfingstbotschaft von heute. This is the echo of the festival of the message for Pentecost today. Dass auch wir allesamt einstimmen in den Ruf, Herr, komme bald. That all of us can become one in the cry, Lord, come soon.
Amen. Amen.